Wie analysiere ich eigentlich meinen Raum auf akustische Probleme und wie plane ich konkrete Maßnahmen, um diesem Problem entgegenzuwirken? Darum soll es in diesem Video gehen. Hey, ich bin Chris und im letzten Video habe ich einen Überblick über Raumakustik gegeben und was ein guter Raumklang eigentlich bedeutet. In diesem Video will ich meinen Raum hier auf seinen akustischen Eigenschaften und vielleicht auch Problemen untersuchen und auf dieser Grundlage einen Plan entwickeln, wie ich meine Studie hier akustisch optimieren kann. In den folgenden Videos werde ich dann praktisch zeigen, wie ich diesen Plan umsetze. Okay, schauen wir uns jetzt meinen Raum in der Theorie an. Das hier ist der Grundriss meines Raumes. Im ersten Schritt gucke ich mir jetzt die Raummoden an. Dafür nutze ich das Tool MROC. MROC zeigt und visualisiert die Moden in einem Raum. Ich habe einmal die Länge, die Breite und die Höhe meines Raumes hier eingegeben und so sieht es dann aus, was MROC ausspuckt. Die großen roten Striche sind axiale Moden. Axiale Moden finden statt zwischen genau zwei Wänden, wie man hier sehen kann, zwischen der Vorder- und der Rückwand. Diese Moden haben die größte Auswirkung und die größte Kraft in einem Raum. Die mittleren Striche hier, das sind tangentiale Moden. Tangentiale Moden treten auf zwischen vier Wänden. Sie sind etwa 3 dB leiser als die axialen Moden. Diese kleinen Striche hier, das sind oblique Moden. Oblique Moden treten zwischen allen 6 Wänden auf und sind in etwa 6 dB leiser als die axialen Moden. Raummoden sind nur etwa unter 300 Hz relevant, weil darüber andere Effekte in der Raumakustik einen stärkeren Effekt haben, wie zum Beispiel Reflexion, auf die wir gleich auch noch gucken. Genau wird das durch die Schröder-Frequenz bestimmt, die hier unten angezeigt wird. Das sind eben in meinem Raum knapp 200 Hz. Wichtig ist, dass diese ganze Simulation hier nur eine Annäherung ist, weil mein Raum kein Quader ist. Und dieses Tool geht davon aus, dass es eben ein Quader betrachtet. Aber es hilft mir bereits, einen sehr guten Überblick darüber zu bekommen, was ich zu erwarten habe und was wahrscheinlich Problembereiche sein werden, mit denen ich zu kämpfen habe. Wenn wir jetzt nochmal hier auf die Visualisierung gehen der Moden im Raum und wo sie auftreten. Der blaue und der rote Bereich zeigen jeweils Schalldruck Maxima an. Also ein Schalldruck Maximum ist der Bereich in einem Raum, wo der größte Schalldruck anliegt oder wo die Raummode am stärksten wirkt. Rot und blau ist es hier deshalb, damit man die beiden Bereiche besser auseinanderhalten kann. Im grauen Bereich dazwischen ist die Mode weniger stark und genau in der Mitte liegt das Minimum. Hier ist die Mode fast unhörbar. Wenn wir uns jetzt verschiedene Moden anschauen, hier die erste bei etwa 44 Hz. Die liegt zwischen der Vorderwand und der Rückwand. Die nächste Mode liegt zwischen Decke und Boden. Die dritte axiale Mode liegt zwischen linker Wand und rechter Wand. Wichtig dabei ist, wenn wir einmal hier auf die Ecke gucken, hier ist ein Schalldruckmaximum. Bei der 60 Hz Mode ist hier oben ebenfalls ein Schalldruckmaximum. Und in der niedrigsten Mode, bei knapp 40 Hz, ist hier ebenfalls ein Schalldruckmaximum. Wenn wir jetzt ein paar tangentiale Moden angucken, dann sehen wir, diese Ecke hier oben ist wieder ein Schalldruckmaximum. Und wenn wir die jetzt alle durchgehen, sehen wir immer, dass in der Ecke ein Schalldruckmaximum ist. Deshalb sind die Raumecken die wichtigsten Bereiche, wenn es darum geht, Moden zu bekämpfen. Später, wenn ich meinen Schlachtplan vorstelle, dann versuche ich das besonders im Hinterkopf zu behalten. Als nächstes möchte ich einen Blick auf die Reflexion werfen. Dafür habe ich ein weiteres Tool, nämlich MRay. MRay ist ein Raytracing-Programm. Frequenzen ab etwa 200 bis 300 Hertz verhalten sich wie Lichtstrahlen in ihrer Ausbreitung. Sie werden von den Wänden reflektiert und verhalten sich nach dem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ich habe also meinen Raum genau ausgemessen und hier aufgezeichnet. Und ich habe mich an meine Abhörposition eingezeichnet und meinen linken Lautsprecher. Und dasselbe habe ich auch nochmal für den rechten Lautsprecher gemacht. MRay zeigt mir dann auf einer Zeitachse mein Direktschall, also das, was aus dem Lautsprecher rausgeht und auf direktem Wege in mein Ohr wandert. Und zusätzlich auch alle Reflexionen auf dieser Zeitachse. Nämlich einmal die an der linken Wand, die an der Vorderseite vom Fenster, die an der rechten Wand und die an der Rückseite. Das sind Reflexionen erster Ordnung. Reflexionen der ersten Ordnung werden genau einmal von einer Raumbegrenzung reflektiert.
Für mich interessant sind alle frühen Reflexionen bis ca. 20 Millisekunden, weil das Gehirn sie bis dahin nicht als Echo wahrnimmt, wodurch der Klang gefärbt wird und sich verändert. Und wie entscheidend das ist, das habe ich bereits im letzten Video gezeigt. Manche Quellen sagen auch, dass man bis 40 Millisekunden gucken sollte. In jedem Fall ist es aber wichtig, die Abhörpositionen so reflexionsfrei wie möglich zu bekommen. Wenn wir uns jetzt diese Reflexion der ersten Ordnung ansehen, dann fällt auf, dass die sich wie ein Kreuz hier abbilden. Und dieser Trend, der führt sich fort, je mehr Reflexion ich anzeigen lasse. Nehme ich jetzt einfach mal die zweite Ordnung dazu, dafür zoome ich ein bisschen raus, weil es einfacher zu sehen ist, dann habe ich immer noch hier ein Kreuz mit kleinen Ausbrüchen. Nehme ich jetzt die dritte Ordnung dazu, also Reflexionen, die von insgesamt 3 Raumbegrenzungen reflektiert werden, dann sehe ich hier immer noch das Kreuz. Und ich kann auch noch eine Ordnung höher gehen, Ordnung 4 oder sogar Ordnung 5. So oder so bleibt das Kreuz hier visuell deutlich sichtbar. Und das sind genau die wichtigsten Punkte, die ich bei meiner Raumoptimierung berücksichtigen muss. Und das Coole ist, dass Selbstreflexionen, die aussehen, als wenn sie wild durch den Raum gehen, wie hier, an irgendeinem Punkt einmal an einen dieser Kreuzpunkte auftauchen. Und wenn wir hier eben diese ersten Reflexionen an dieser Stelle absorbieren, werden auch diese wilden Reflexionen mit verbessert. Wichtig ist noch, dass das jetzt eine 2D-Ansicht meines Raumes ist, vom Grundriss. Ich sitze aber gerade bei der Aufnahme in einem dreidimensionalen Raum. Und deshalb können wir auch nochmal in die Seitenansicht gucken. Das ist jetzt ein Querschnitt meines Raumes mit mir in der Abhörposition. Das ist mein Lautsprecher. Und das hier ist mein Studiotisch. Auch hier sieht man, dass an der Rückwand und an der Vorderwand wichtige Punkte sind, wo sich viele Reflexionspunkte tummeln. Entscheidend kommt jetzt aber noch hinzu, zum einen die Decke und die Tischplatte. An der Tischplatte lässt sich in den meisten Fällen nicht viel machen. Man kann aufwendig einen Tisch konstruieren, der entsprechend optimiert ist. Manch einer arbeitet da auch ein bisschen mit Absorptionsmaterial, aber es ist effektiv sehr schwer, Tischreflexion in den Griff zu kriegen. Das sind immer Sonderlösungen. Da steckt immer ein besonderer Aufwand dahinter. Aber die Decke kann man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und aus all diesen Überlegungen ergibt sich jetzt dieser Schlachtplan. Zuerst kümmere ich mich um meine Abhörposition. Ich wähle den Punkt im Raum, der wahrscheinlich als Abhörposition am besten klingt. Dazu richte ich mich auf eine der kurzen Raumseiten aus. Und das ist von den kurzen Raumseiten aus gesehen bei 38% der Raumlänge. Daumenregeln sind generell bei Akustik schwierig, aber hier kann man das tatsächlich mal sagen. So 35-40% der Raumlänge, da sind die besten Hörpositionen. Ich fange bei 38% an und platziere dann die Lautsprecher in einem gleichseitigen Dreieck. Das ist meine Anfangsposition. Damit mache ich eine Messung und dann schiebe ich die Lautsprecher auf meinem Schreibtisch, soweit es mir halt möglich ist, ein Stück nach hinten, mache noch eine Messung und guck mal, was der Frequenzgang sagt und ob sich das womöglich verbessert hat im Vergleich zu vorigen Positionen. Das mache ich ein paar Mal und gucke dann, was für mich am besten funktioniert und was am natürlichsten klingt. Wenn ich dadurch den besten Kompromiss gefunden habe, dann fange ich an, die Raummoden anzugehen. Um Raummoden zu absorbieren, benutzt man sogenannte Bassabsorber oder auch Bassfallen. Eine Bassfalle wandelt Energie in Wärme um. Und durch geschickte Platzierung von eben diesen Bassfallen im Raum können die Raummoden gedämpft werden. Und das sind, wie wir bereits in der Analyse festgestellt haben, ganz besonders die Ecken im Raum. Hier sammelt sich der meiste Schalldruck der Raummoden. Idealerweise gehen wir dabei vom Fußboden bis zur Decke. Bassabsorber müssen groß und dick sein, weil gerade die Bassfrequenzen sehr viel Energie haben und entsprechend viel Masse brauchen, um in Wärme umgewandelt zu werden. Wenn man zum Beispiel mal an die Nachbarn denkt, die wieder ziemlich laut Musik hören, was hört man da immer? Den wummernden Bass. Ich glaube, so kann man das ganz gut nachvollziehen. Ich habe auch schon mal Bassfallen gebaut, die sind aber nicht so effektiv, wie sie sein könnten, weil sie nicht über die komplette Höhe des Raums gehen. Und genau da möchte ich gern nachbessern. Für die ersten Reflexionen kommen all die Stellen, die ich in der Analyse herausgearbeitet habe. Also vorne, hinten, links, rechts und oben von der Abhörposition, den Tisch lasse ich außen vor, Breitbandabsorber. Die sind etwas dünner als die Bassfallen und für Frequenzen ab etwa 200 Hertz geeignet. Mein Ziel ist es, dass diese etwa um 15 bis 20 dB im Verhältnis zum Direktsignal abgedämpft werden.
Die späten Reflexionen im Raum werden sich durch die Menge an Absorption automatisch reduzieren und der Nachhall wird kürzer werden. Ich muss insgesamt ein bisschen aufpassen, dass alle Frequenzen etwa gleichmäßig ausklingen und dass nichts überdämpft wird. Mein Ziel ist es, dass der Raum in etwa 300 Millisekunden um 60 dB ausklingt. Man spricht da vom RT60-Wert. Ein RT60 von 200 bis etwa 300 Millisekunden sind für Tonstudios und Mischräume üblich und deshalb auch mein Ziel. Ich weiß nicht genau, ob das mit meinen Mitteln möglich ist, weil es ist hier immer noch ein Wohnraum einer Mietwohnung und ich muss da irgendwie einen Kompromiss finden. Man braucht einfach eine gewisse Oberfläche und eine gewisse Masse an Absorptionsmaterial, um das zu erreichen. Und ich bin sehr gespannt, was mir da möglich ist. Als letztes bleiben noch die Flatter-Echos. Wenn das noch da ist, dann kann ich weitere Absorber hinzufügen oder ich kann mit Diffusionen arbeiten. Diffusoren machen aus einer geraden Wand eine unebene Fläche. Und eine Reflexion, die zwischen zwei parallelen Wänden hin und her flattert, kann dadurch abgelenkt werden. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei einem Wassersprüher. Da kann ich einstellen, ob ich einen gezielten Strahl haben möchte oder ob da ein Sprühnebel rauskommen soll. Und ein Diffusor macht aus diesem Reflexionsstrahl einen Reflexionsnebel. Vielleicht kann man sich das so ganz gut vorstellen. Generell möchte ich noch gern von diesen Schaumstoffabsorbern, wie man sie in vielen Videos sieht, abraten. Diese kleinen, oftmals grauen Quadrate, womöglich noch in Pyramidenform oder sowas. Die sind viel zu dünn, um alle notwendigen Problemfrequenzen abdecken zu können. Deshalb mein Tipp, lieber Geld sparen und sinnvoll investieren. Bei Fertigprodukten sollte man immer auf einem Datenblatt die tatsächliche Effizienz nachvollziehen können. Ist sowas für ein Produkt nicht angegeben und auch auf Nachfrage nicht verfügbar, dann würde ich sowas auf gar keinen Fall in meinen Raum hängen. Das Geld gebe ich lieber für Schokolade aus. All diese Maßnahmen und Überlegungen sind reine Theorie und nehmen keine Rücksicht auf meine Einrichtung oder den tatsächlichen Grundriss meines Raumes. Dementsprechend muss man in der Praxis immer wieder Messungen vornehmen und den Schlachtplan immer wieder anpassen. Und genau das machen wir im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir aber eine grandiose Woche. Tschüss.